Wenn's juckt und beißt auf deinem Kopf, dann bist du ein ganz armer Tropf. Im Haar macht breit sich eine Laus, knipst diesem Viech das Licht schnell aus. Weil Nissen sich rasant vermehren, musst du sie ganz schnell abservieren. Mit Shampoo geht das sehr viel besser, als nur mit Kamm und mit nem Messer. Hallo, ich heiße doch Fußlaus. Ganz nach Läuseart liebe ich es warm und haarig. Besonders wohl fühle ich mich auf Kinderköpfen. Geboren und aufgewachsen bin ich auf Kevins Kopf. Kevin ist Stefans bester Freund. Als die beiden dann die Köpfe dicht zusammensteckten, bin ich auf Stefans Kopf umgezogen. Hallo Antonia. Hallo Torben, wie geht's deinem Bruder Stefan? Kratzt er sich immer noch so am Kopf? Nö, Stefan hatte Läuse und die sind jetzt weg. Läuse? Kevins Mama hat uns angerufen und erzählt, dass Kevin Läuse hat. Sie hat gesagt, dass wir schnell nachschauen sollen, ob Stefan auch Läuse hat. Mama hat dann auf Stefans Kopf geschaut und auf den Haaren kleine Punkte wie Schuppen, die fest an den Haaren klebten, gesehen. Keine Läuse. Wir Läuse sind ja nicht doof. Wir können nicht fliegen und springen. Sind aber gute Kletterer und verstecken uns natürlich, wenn wir merken, dass wir gesucht werden. Ich hab mal gehört, Läuse sind kleiner als ein Streichholzkopf. Ja, sie sind nur so groß wie ein Komma in einem Buch und sie verstecken sich hinter den Haaren. Die Schuppen, die Mama gesehen hat, sind die Eier der Läuse und heißen Nisseln. Die Läuse kleben sie fest an die Haare, nah an der Kopfhaut, weil es da schön warm ist. Und wie hat deine Mutter dann die Läuse gefunden? Sie hat uns nur mit einem Trick gefunden. Läuse bewegen sich nicht mehr, wenn sie nass werden. Und ganz still halten sie, wenn man in den Haaren Haarspülung verteilt. Haarspülung ist eklig. Sie klebt an den Beinen. Man kann sich nicht richtig festhalten und rutscht ab. Fallen die Läuse dann runter? Nicht einfach so. Aber mit einem feinen Kamm kann man die Läuse einfach rauskämmen. Und ist dann alles vorbei? Nicht ganz. Mama hat anschließend ein Läusemittel auf Steffens Kopf verteilt. Dann am 5. Tag nochmal die Haare mit Haarspülung behandelt. Am 9. Tag wird sie Steffens Kopf nochmal mit dem Läusemittel behandeln. Und am 13. und 17. Tag wird sie noch einmal Steffens Kopf mit Haarspülung behandeln. Was ist, wenn du auch Läuse hast? Mama hat die Haare mit Haarspülung von uns allen durchgekämmt. Bei mir hat sie keine Läuse und Nissen gefunden. Und Mama wird regelmäßig nachsehen, bis sie ganz sicher ist, dass wir keine Läuse mehr haben oder bekommen. Was ist, wenn eine Laus flüchten konnte und nun in deinem Handtuch sitzt? Das hat Mama gewaschen. Außerhalb sterben Läuse innerhalb 3 Tagen, wenn sie bis dahin nicht einen neuen Menschen gefunden haben. Deswegen ziehe ich auch nur dann um, wenn ich direkt von Kopf zu Kopf klettern kann. Ich warte doch nicht auf eine Mütze, einem Handtuch oder auf ein Kopfstütze im Auto auf ein schönes neues Zuhause. Beim Warten wird mir langweilig. Ich werde hungrig und friere. Haben Sie sichere Hinweise auf Läusebefall, muss umgehend eine Behandlung mit einem zugelassenen Läusemittel erfolgen. Läuse werden bei einer Kontrolle im trockenen Haar oft übersehen, denn sie sind lichtscheu. Um Läusebefall sicher zu erkennen, untersuchen Sie das mit Wasser und einer Haarpflegespülung angefeuchtete Haar mit Hilfe eines Läusekamms. Waschen Sie das Haar mit einem normalen Shampoo. Spülen Sie Shampoo-Reste gut aus. Verteilen Sie eine extra große Portion einer normalen Pflegespülung im nassen Haar. Entwirren Sie die Haare mit einem normalen Kamm. Kämmen Sie dann Strähne für Strähne sorgfältig mit dem Läusekamm von der Kopfhaut bis zu den Haarspitzen durch. Nach jedem Strich streifen Sie die Haarspülung auf Küchenpapier ab. Kontrollieren Sie, was im Kamm und der Pflegespülung hängen bleibt. Läuse können sich in der Pflegespülung kaum bewegen und sind bräunlich,
länglich und 2 bis 3,5 mm groß. Mit einer Lupe sind auch die 6 Beine gut zu erkennen. Kämmen Sie jede Haarsträhne so lange durch, bis keine Läuse mehr im Kamm zu erkennen sind. Ist das ganze Haar durchgekämmt, wird die Pflegespülung gründlich ausgewaschen. Kämmen Sie zur Kontrolle das Haar anschließend nochmals mit dem Läusekamm durch. Wenn Sie eine oder mehrere Läuse gefunden haben, müssen Sie die Haare mit einem Läusemittel behandeln. Haben Sie aber keine Läuse oder Nissen gefunden, die mehr als 1 cm von der Kopfhaut entfernt am Haar haften, ist eine Behandlung mit einem Läusemittel nicht notwendig, aber eine erneute Kontrolle mindestens einmal in der Woche. Wenn Sie weder Läuse noch Nissen gefunden haben, kontrollieren Sie bitte regelmäßig, solange Läusebefall im Umfeld bekannt ist. Gehen Sie nach folgendem Behandlungsschema vor. Erster Tag. Anwendung eines zugelassenen Läusemittels. Achten Sie bei der Anwendung genau auf die Anweisung des Herstellers. Fünfter Tag. Nasses Auskämmen. Achter, neunter oder zehnter Tag. Zweite Anwendung des Läusemittels. 13. Tag. Nasses Auskämmen. 17. Tag. Kontrolluntersuchung durch nasses Auskämmen. Weitere Informationen sind unserem Flyer Lausige Zeiten zu entnehmen. Thank you.